Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die Augustenergien von Arcturus, Plejaden und Sirius. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 29. Juli 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr erfreut und aufgeregt, euch mitzuteilen, worum es unserer Meinung nach im Monat August auf dem Planeten Erde gehen wird. Wir haben mit einem plejadischen und einem sirianischen Kollektiv zusammengearbeitet, um ein Energiepaket zu schnüren, das mit den anderen Energien, die ihr im August erhalten werdet, gut zusammenwirken wird. Es ist unsere Absicht, dafür zu sorgen, dass es in diesem kommenden Monat nur darum geht, dass ihr alle euren inneren Kern findet. Dies ist der Monat, in dem die Menschheit das Göttliche erkennt, das immer in jedem Einzelnen von euch gegenwärtig ist. Wir wollen wirklich die Wahrheit festhalten, dass ihr alle Quellenergiewesen seid und dass ihr Zugang zu allem, was ist, habt, wenn ihr euch nach innen richtet, wenn ihr eure volle und ungeteilte Aufmerksamkeit der bedingungslosen Liebe schenkt, die in eurem Kern, in eurem Herzzentrum existiert. Wenn ihr die Menschheit als das erwachte Kollektiv führen wollt, dann müsst ihr diejenigen sein, die das Christusbewusstsein in sich tragen. Ihr müsst diejenigen sein, die der übrigen Menschheit zeigen, was möglich ist, wenn ihr euch selbst wirklich als göttliche Wesen des Lichts und der Liebe erkennt. Was wir auf der Erde sehen, ist viel zu sehr darauf zu warten, dass etwas geschieht, dass die Menschheit vor sich selbst rettet. Nur die Menschheit kann die Menschheit wirklich retten. Natürlich gibt es Wesen und Kollektive wie uns, die alles in ihrer Macht Stehende tun, um euch zu helfen, als Kollektiv zu erwachen, um euch in euch selbst zurückzuführen und um euch daran zu erinnern, wie mächtig ihr seid. Aber es gibt viel zu viele Menschen da draußen, die euch sagen, dass ihr nicht so mächtig seid wie irgendeine Kabale-Gruppe und dass ihr darauf warten müsst, dass eine Art Sonnenblitz kommt und euch alle rettet. Es ist an der Zeit, damit aufzuhören, all eure Hoffnungen darauf zu setzen, dass ein Politiker den Tag rettet oder dass sogar eine Gruppe wohlmeinender Individuen die Bösen besiegt. Was die Menschheit jetzt braucht und wozu dieser kommende Monat euch die Gelegenheit gibt, ist, dass die Göttlichkeit in so vielen von euch wie möglich aktiviert wird, die bereit sind, sich auf die gleiche Art und Weise wie einst der als Jeschua bekannte Mensch hinauszuwagen. Erinnert euch alle daran, dass ihr Quelle seid, dass ihr göttlich seid, dass ihr all dies als Illusion erschafft, damit ihr aus dem Traum aufwachen und zu den mächtigen Wesen des Lichts werden könnt, die ihr wirklich seid. Heißt die Augustenergien mit offenen Armen willkommen und nehmt das volle Wissen darüber, wer ihr wirklich seid, mit in die Welt hinaus. Verbreitet das Licht, verbreitet die Liebe, verbreitet die Heilung und bietet Mitgefühl und Vergebung freigebig an. Und ihr werdet sehen, wie eure Welt auf eine Weise verwandelt wird, wie es sonst nichts zu erreichen mag. Ihr seid diejenigen, die eure wahre Natur als göttliche Wesen wahrhaftig annehmen, und es wird eine Gruppenanstrengung sein, den Rest der Menschheit auf diese sehr lustige, freudige und schöne Reise mitzunehmen. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.